das war's auch schon mit dem Video. Aber halt, stopp, noch nicht abschalten. Jetzt haben wir noch eine Verlosung. Und zwar geht es um diese Putztasche hier. Putztasche? Ja, ist doch eine. Ja, okay. Die kleine Tasche nehmen wir nochmal dran, weil die ist abgegangen. Ja, und das ist eine Putztasche. Und wie viel reinpasst, seht ihr mal jetzt. Wir machen jetzt hier den Live-Test. Also, eine Kadetsche. Ein Mähnenkamm. Striegel. Auf jeden Fall eine Striegel. Eine Kopfbürste. Moment, ich hole noch mehr. Ja, durch die Outtakes, sag ich schon. Dadurch ist da ein bisschen was. Das habt ihr ja im Video gesehen. So, und zwar Mähnengummis. Die würden auch hier vorne einfach reinpassen. Einfach irgendwelche reinschmeißen. Dann ein Schwamm. Es ist zwar alles etwas gequetscht, aber man muss ja auch nicht alles haben. Also, es guckt zwar sehr viel raus, aber auf jeden Fall ja, also wir haben das jetzt hier so ein bisschen gestopft. Auf jeden Fall, wenn man es ein bisschen systematischer macht, würde das auch reinpassen. Also wir haben das jetzt hier nur so ziemlich reingestopft. Also wie ihr seht, es passt alles rein. Man kann es auch noch zumachen. Allerdings habe ich jetzt nicht den Nerv dazu, das zu zählen. Und das Coole daran ist, ja, lass einfach jetzt. Hier hinten hat Nelly schon unterschrieben. Ich unterschreibe mir auch noch. Also ihr habt hier auch noch unsere Unterschrift. Hier steht schon mal Nelly. Und natürlich unser YouTube-Kanal hier steht auch da. Und das Besondere daran ist, ihr habt hier an der Schulter, wo ihr es trägt, so einen verstellbaren Griff. Also Griff. So ein für die Schulter. Und hier, das Ding ist hier noch verstellbar. Heißt, ihr könnt es nach eurer Größe einstellen. Oder wie ihr es dann so hängen haben wollt. Und hier drinnen verlosen wir auch nochmal eine kleine Überraschung. Ja. Ja, und der zweite Platz ist noch eine Überraschung. Das verraten wir jetzt nicht. Das wird dann eine Überraschung sein. Und zwar müsst ihr in die Kommentare schreiben, damit ihr das gewinnt, wozu man im Putzkasten einen Schwamm braucht. Genau. Und also jetzt halt nicht so, weil der ist ja jetzt sehr groß. Also wozu man so einen großen braucht, jetzt nicht so einen kleinen für Sattel sauber machen oder so, sondern halt jetzt so einen großen. Also so rund ums Thema Pflege und Pferd. Und mit etwas Glück könnt ihr dann diese Putztasche hier gewinnen. Wir losen dann aus und beim Auslosen, das können wir auch nochmal filmen, wenn ihr das wollt, dann gebt uns einfach dafür einen Daumen nach oben. Genau. Und schreibt es in die Kommentare, eure Lösung, wofür man wohl diesen Schwamm hier braucht. Es kommt jetzt auch noch ein Video. Und ja, jetzt kommen wir zu den Outtakes. Tschüss schon mal. Also wir melden uns schon mal ab. Tschüss.